Hallöchen, Hallöchen an alle. So. Kurz auf Discord noch schauen. So. Ich hoffe, es leckt nichts oder so. Ja, heute mal nichts auf Transita, sondern eine Privatwelt von mir, wo ich Mods testen tue und generell zurzeit viele Sachen mache. Ich hoffe, die Lautstärke geht so mit der Musik und so. Ja. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob die Musiklautstärke so geht. Oder ob ich mich lauter stellen muss oder die Musik leiser stellen muss. Was man gerade nur als Test zurzeit hier. Natürlich, wer Lust hat, auf Transita mitzumachen, so gesagt, haben wir einen Discord-Server mit der gleichen Mod. So gesagt, ein Minecraft-Server mit den gleichen Mods und wir suchen ja auch aktuell so drüben mehr über Dings auch Bilder, die uns helfen, Beispiel Häuser zu bauen und so. Ich glaube, die Musik ist noch ein Ticken zu laut. Versuch mal ein bisschen leiser machen und nicht ein bisschen lauter. Aber ich glaube, es geht nicht so. Ich weiß es nicht, ob ich laut, leise bin. Ja. Wollte mit euch jetzt, ich müsste jetzt mal öfter mal streamen, das ist das Problem. Ich vernachlässige zurzeit viele Streams und so. Und da habe ich manchmal gesagt, okay, ich stream mal heute auf meiner Privatwelt. Beispiel ist das um alles Regionalbahnverkehr, also Regionalbahn, S-Bahnverkehr. Hier ist Straßenbahn und unten drunter ist dann U-Bahnverkehr. So gesagt. Könnt auch fragen, was für Züge wir haben und so, also kann ich euch dann später mal zeigen und so alles. Und was für Sachen, also wir haben unterschiedliche Gleise und so. So. Das Problem liegt nur daran, ich wollte auf Transita eigentlich weitermachen. Bloß das Problem, bei uns ist zurzeit der Server funktioniert zurzeit bei uns nicht. So hätte ich heute Transita gemacht und ich bin zu faul. Ich habe noch eine Map, aber die ist veraltet. Ob man da weiter gemacht hätte oder so, das weiß ich nicht. Das Problem liegt nur daran. Jo.
natürlich, Transita ist ja auch öffentlich, also für jeden zugänglich dann auch. Ja. Und auf der Welt ist eben so, dass ich das als Privatwelt nutze zurzeit. Aber wenn man mich kann man auch fragen, ob man privat auf der Map mitspielen kann. Man kann ja mitspielen auf der Map. Aber ich glaube nur zu sechs oder zu acht Leuten, glaube ich. Also das ist eigentlich nicht schlecht und so. Also wer mitmachen möchte, kann gerne sich bei mir melden über Discord und so. Und ja. Er kann gerne dann seine eigene Stadt hier bauen und so. Man tut ihn vielleicht eine Stunde, zwei, wenig, mal schauen, wie ich Lust habe. Wie ihr Lust habt. Lichtbad gibt es ja auch schon wieder. Das ist zum kurzen Maiden. Ich hoffe, die Musiklautstärke geht so. Es kann sein, dass ihr die Tastatur im Hintergrund hört oder mein Ventilator. Aber ja. Hatte eben mal Lust, das mal zu streamen, weil ja, jetzt leckt es gerade. Ja, ist ein bisschen leckig bei mir. Ist nett. Ups. Falsch eingegeben. Das wollte ich eingeben. Bin eigentlich immer so ein stiller Mann, muss ich sagen. Bin immer still oder so, generell bei Livestreams immer, weil wenn keiner mir eine Frage stellt, bin ich still. Natürlich ist auch der Stream von TSW auch lange schon her. Und da nutze ich eben leider so, mache ich das. Also wenn ich jetzt TSW spiele, nicht wundern, tue ich immer ohne Mikrofon spielen, also ohne Audio. Das für andere Leute auch angenehmer ist. Eigentlich hatte ich mal überlegt, wir können ja mal probieren, hier drüber TSW zu spielen, also über meine Konsole und hier. Und dann bin ich mal frech, bin ich mal frech und stelle mal was zusammen. Beispiel können wir mal probieren, Ansan zusammenzustellen für TSW.
dass wenn ich hier streame über den PC, die will ich mal probieren, über eSports kannst du Cloud Gaming machen und das möchte ich mal auch mit euch probieren. Ob das flüssig läuft oder nicht. Mal was ganz anderes. Können wir vielleicht dann auch später machen, mal schauen. Oder erst beim nächsten Stream. Also da stelle ich mal was zusammen und ja. Wenn ihr gerne wollt, das könnt ihr ja entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Dann spielen wir hier drüber. TSW mal mit Ansagen. Beispiel kann ich welche machen, eigene Ansagen oder selber einsprechen, weiß ich noch nicht. Beispiel habe ich auch noch andere Spiele, Beispiel habe ich Eurotruck. Das könnt man ja mal spielen, wenn ihr wollt. Wenn es funktioniert, manchmal stürzt es ab. Ich habe natürlich auch andere Spiele, die wir mal testen können oder spielen wollen. Mal gucken, was ich mit euch mache. Weil immer nur Minecraft oder um was anderes ist nach einer Weile auch langweilig für euch. Und natürlich muss ich es erst testen, ob alles so reibungslos funktioniert. Das ist es eben. Wenn es nicht funktioniert und laggy ist, dann ist es nicht schön. Bei Minecraft geht gerade so. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich mit euch, also streamen sollte, also mit euch streamen. Und eine ganz alte Mod mal aus dann also Mod, ganz alte Vision mal ausprobieren sollte. Wenn ihr gerne das wollt, können wir das auch mal machen. Als ständig immer nur Minecraft Mods. Oh je, da haben wir uns verbaut. Das geht nicht. Naja, dann kann ich das auch wegmachen. Kann ich das so machen? Und das hier wegmachen. Da kommt hier Erde dann hin. Also hier können wir dann Erde, noch ein paar Pflanzen machen. Ein Baum vielleicht und eine Blume. Ja. Das ist immer so. Die Rolltreppen sind manchmal. Dann passt das immer nie alles. Da hätte ich das weiter hintersetzen müssen. Wer wissen will, wie der Bahnhof heißt, der heißt Lindau. Ich kann ja mal zeigen, was für Stationen wir haben zurzeit. Also Beispiel Lindau Hauptbahnhof, Lindau Bahnhof, Lindau Amphi, Lindau am
Zipfel. Fragt mich nicht warum. Lindau-Friedrichstraße, Lindauer-Fischer-Fischmarktstraße, Lindau-Neusalzherrstraße und Lindau-Flughafen. Beispiel hier vorne habe ich noch ein paar Schilder schon mal hingemacht. Also hinter Lindau-Amphi. Dann geht es einmal nach Lindau-Damm, ist die S1 und S2 ist Lindau-Flughafen. Oh, da haben wir was vertauscht. Da muss die S2 hin. Sehe ich jetzt erst. Upsi. Da ist was schief gelaufen. Habe ich es nicht richtig gelesen. Also, jetzt ist richtig. S2 nach Lindau-Flughafen. Und S1 soll dann nach Lindau-Vieh. Und hier steht dann S3 nach Lindauer Hafen und Lindau Industrie. Müsste das halt sein. Wenn es mir nicht alles täuscht. Dann Lindau Kleinhausen ist die S1 und S2 nach Lindau Neustadt. Also Lindau Neustadt würde ich dann so sagen. Ich öffne mal City Map. Lindau Neustadt würde ich ungefähr vielleicht hier hin machen. Oder hier dann rein, dass der dann nochmal um die Kurve fährt und dann hier enden tut. Weil Hafen würde ich eher dann hier hin machen, dass man hier so einen schön großen Meer, so ein schönes großes Meer machen hin. Würde ich sagen, Meer. Und industriemäßig wird es vielleicht hier sein. Das ist Industrie hier und fertig. Ja. Beispiel Tankum oder Industrie dann hier hin. Dass es ein kleines Stück weiter ist und dann ab Industrie dann alles dann ICE und Regional und RB Verkehr wird. Ja. Dann mal schauen. Also das wird auch nochmal geändert hier, wenn ihr schon seht, diese Dinger. Die werden auch nochmal geändert. So. Also richtig passt es eigentlich auch nicht so richtig hier dazu. Ich glaube, ich hatte gesehen. Mal schauen. Also wird noch ein bisschen was gearbeitet und verändert und so. Weil es sieht schon ein bisschen doof aus, wenn solche weißen Striche hier lang gehen. Beim Bahnhof, Hauptbahnhof verstehe ich es und U-Bahn-mäßig und oder Straßenbahn-mäßig. Obwohl hier wird es auch wieder schwierig. Und hier unten wird es auch schwierig hinzusetzen, die Dinge. Weil die Gecko viel kleiner ist. Das Problem liegt daran, das steht da, sonst hätte ich es ein bisschen angehöht. Dann hier ein Schacht und unten drunter ist noch ein Schacht. Also hätte man entweder den unten drunter noch tiefer machen müssen. Oder oben nach oben höher machen müssen. Ja, kann man nicht viel ändern. Genau, den Schacht meinte ich.
der hier sitzt. Machen wir jetzt auch mal zu. Upp, schon ist er zu. Erst war der Plan, dass ich sie hier oben lang fahren lassen tue, Beispiel so und so. Funktioniert aber nicht. Und zwar kommt hier oben alles nur Bushaltestellen. Also das ist unten 1 und 2, hier oben ist 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eben so. Und das eben alles oben mit nur Busverkehr und die fährt nur dann stutz nach unten und auf der anderen Seite kommt sie wieder hoch. Zum Beispiel hier kommt das dann so, weil ja hier eine Kurve nach da geht, geht dann eine da lang. Und die Straße geht dann in eine Kurve hinein, also die geht dann ab das Ding da, also ab der Kurve hier. Geht sie dann in die nächste Kurve hinein. Wir wollen hier eine Kurve reinmachen, dass man dann hier auch ein bisschen größere Häuser. Das Problem liegt, ich weiß noch nicht, wie ich das umsetzen sollte. Ich würde ja gerne am Hauptbahnhof auch eine enden lassen. Dann müsste ich aber hier das umbauen, sozusagen, dass man das Stück gerade fährt und seitlich dann das andere Stück seitlich nach oben fährt und hier ein, ja, über ein Depot oder ein Umkehrgleis hinsetzen tun. Obwohl hier wäre es besser, ein Depot zu haben. Dass man dann seitlich beispielsweise die Straßenbahns nach oben fahren. Als Beispiel die Linie 1 zwischen Hauptbahnhof und keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Also hier würde ich sagen, die Linie 1 fährt hier. Dann hält sie ja hier. Also hier der Länge hält sie hier und vielleicht, ich weiß noch nicht, entweder hier die Linie ein Starland oder ist die geradeaus lang, dass man Beispiel vielleicht sagt, Linie 1 zum Hafen und Linie 2 fährt dann hier lang oder dann später umwandeln die Linie 3 und dann Linie 2 zwischen Hauptbahnhof und Theater oder so. Mal schauen. Es leckt schon wieder. Obwohl, übelst große Sichtweite habe ich. Warte mal, kann ich die Sichtweite noch einen kleinen Tick nach unten setzen? Jo, kann ich. Ein bisschen zu hoch. Das ist eben, ich habe leider keine Grafikkarte drin, sondern eine interne Grafikkarte. Da habe ich 60 FPS fast. Wenn ich live streame, wenn ich ohne live streame, da habe ich ein bisschen mehr. Ich wünschte, ich hätte jetzt 100 FPS oder 500 PS. FPS, PS, 500 FPS und dann könnte ich die Chanceur setzen, also wenn sie übelst hoch sind, siehst du viel mehr und es sieht besser aus und noch ein Texture-Pack mit drin, das sieht dann Hammer aus, also muss ich es echt sagen.
Beispiel, wie hier ich das gemacht habe. Weißt du? Hier, das kommt das gleiche, kommt nochmal auf der anderen Seite hin. Also, so deshalb ein Tipo und ein Umkehrgleis. Hier muss ich nochmal gucken, hier muss das Gleis noch geändert werden. Zu diesem Gleis. Sonst sieht ein bisschen blöd aus. Ja, aber sonst, ja. Obwohl ein bisschen höher können wir sie doch jetzt doch stellen. Also doch auf 5 lassen. Sieht besser aus. Da sieht man nur die Weichen und die Schienen. Ja. Und das Coole ist ja mit den Zielanzeigen. Das Japanische und Englische ignorieren wir. Ist ja eigentlich egal, aber so von der Aufmachung sieht das aus wie, wenn es cooler wäre, wenn es jetzt wirklich die Uhrzeit von Minecraft oder in der echten Zeit anzeigt. Kann man leider nicht umstellen. Leider. Ich wünschte, ich könnte es. Geht aber nicht. Beispiel, er macht. Beispiel so. Es ist, dass es so kommt und es ist 12:22 Uhr. Das wäre noch cool, wenn man sowas umsetzen könnte. Es braucht ja bloß eigentlich einen Knopf, Uhrzeit und Datum Beispiel. Das wäre noch cool. Dem, dass man sowas entweder auf der Seite macht oder man macht es drunter. Oder ja. Weiß doch nicht mal. Was das ist, das weiß ich nicht mal. Ich weiß, was das ist. Hier kann man die Gleise angeben. Das finde ich auch cool. Beispiel, wenn du ein Gleis 1 hast. Hier haben wir jetzt zwei Einsen. Das ist der U-Bahn-Schacht. Da kommt nur 11 und 12 hin. Also das meine ich noch, dass die U-Bahn-Schächte 11 und 12 Gleise sind. Also 11 und 12 sind und nicht gleiche 1. Obwohl man kann ja, man hat ja auch, ich weiß nur, also geht um mod-mäßig Feuerwehren. Beispiel für Feuerwehr ist es ja ganz gut, die haben ja auch einen Feuerlöscher, das finde ich gut. Man hat eben alles, das ist es ja das, was ich cool finde für die Feuerwehr. Bloß für Polizei gibt es keine Mod oder so. Oder selbst bei Fahrzeugmod so. Beispiel das. Eine andere Tiermod. Beispiel Hüsche, Rehe, Flügermchen, Schmetterlinge, Vögel. Hat man dann. Kann man auch dann besitzen, so dieser, wenn man das hinkriegt. Weiß ich nicht. Ja. Naja, das mit der Uhr, du hast ja nur hier. Die einzige Uhr ist das hier. Aber die zeigt nicht nee, die echte Zeit, sondern die Minecraft-Zeit an. Und das finde ich eh. Viele Bahnhöfe haben das, aber viele Bahnhöfe haben es nicht. Also ich mag auch die Uhr irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß auch nie, ob man das in echt umstellen kann, dass das in Echtzeit ist, aber es geht nicht. Dann haben wir ja noch das hier. Das kennt ihr ja alle. Jetzt wirst du lecken. Hängen. Beispiel haben wir das alles. Dann sehe ich, weil. Beispiel hier hast du noch Gleisnummer. Warum das eine 0 ist, fragt mich nicht. Da hatte ich auch überlegt, was passiert, wenn du aber viel mehr Gleise hast. Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Obwohl, das ist auch cool. Trams steht da.
das für die Straßenbahn sein. Also Tram. Eigentlich spricht man es ja Trams aus. Das sind ja mehrere Trams. Aber in Deutschland sagt man Tram. Das erste verstehe ich auch nicht ganz. Ah, das ist ja. Ja, jetzt weiß ich. Stopp 1, Stopp 2. Also, das ist ja Wagen. Das sind ja Wagenreihe. Beispiel 12 Wagen, 1 Wagen. K, Stopp. Stopp. HST weiß ich doch nicht mehr was. Es wäre, ich bin überlegen, ob zu drücken, außer ihr kennt euch aus, ob man damit, das kann man Station machen, das ist klar. Aber ich möchte versuchen, Beispiel ein paar Sachen auch auf Deutsch zu haben. Beispiel, das braucht man nie. Also das wird nie genutzt, vielleicht nicht. Also würde man gerne gucken, oder ich mache eine Mod, das wäre gut, mit Haartafeln. Müssen mal, entweder kennt ihr euch aus, wen Haartafelmäßig, das wäre als Mod schon cool, eine Haartafel und eine P-Tafel. Das Problem bei der P-Tafel, die hupen ja nicht die Züge. Das ist es ja. Also hier ist ein Fahrstuhlschacht, also hier kommt immer jeweils zwei Fahrstuhlschächte hin. Nur 500.000 Dollar gebildet. Ich habe unendlich Geld. Homo immer. Ja, und aber Beispiel solche Sachen, Beispiel, also teilweise Beispiel solche Sachen auf Deutsch vielleicht entweder übersetzen oder überhaupt nicht nutzen. Oder eigentlich nutzt heutzutage in Deutschland sowas? Ich glaube nicht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was vielleicht cool wäre, ist dies. Lol. Ach, was mir uns oft gefallen ist, so Aufenthaltsräume wären cool, dass es da steht, Beispiel dort ein Mann, also hier, wie der hier, bloß irgendwie so auf dem Stuhl sitzen tut und da steht Aufenthaltsraum oder Warteraum oder so. Freies Wesen. Weil teilweise viele Sachen sind ja auch flughafenmäßig. Und so, ja. Wäre noch eine Lösung, was mir so einfällt, was noch fehlt. Also so da steht Aufenthaltsraum, Warteraum oder so. Ah, Beispiel hier mit diesen Haartafeln, bin ich überlegen, müsste ich mal ausprobieren, eine Mod zu erstellen. Extra für unseren Server. Mal probieren, so eine Haartafel auszuprobieren, dass man Beispiel so macht. Nur eine Haartafel, eine Haartafel mit Strich,
in die Richtung und eine in die Richtung. Und vielleicht unten Tutzzut, Mittezut und Langzut vielleicht. Nee, Langzut ist ja gleich so, sowieso Harttafel. Aber dass man Mittel und Tutz und immer diese Pfeile hast, in welche Richtung, dass man sowas da sein tust. Außer es kennt bei euch einer sich aus, der Ahnung davon hat, sozusagen. Also, es muss Forge sein. Nee. Doch Forge. Nicht Fabrik, sondern Forge. Oder, nee, Fabrik. Eins von denen, ich glaube Fabrik ist das. Genau, Fabrik. Auch mal Forge ist was anderes. Also wirklich eine Fabrik-Mod müsste das sein. Weil wir spielen ja auf Fabrik und nie auf Forge. Sonst hätte ich mehr FPS. Eigentlich. Ich habe damals gesagt, weil ich damals gesagt habe, auf mein Laptop lag ist so heftig. Und Forge einfach angeboten hat, sich viel, viel besser zu sein. Mir Forge. Bei mir direkt auf dem Laptop und sind dann auf Fabrik gewechselt mit dem kompletten Server damals. Ja, so richtig Ghetto-Mod-mäßig haben wir auch nie, ist mir mal so oft gefallen. Also vielleicht ist das ja haben wir doch. Ein Beispiel haben wir ja hier auch so einen Soundblock, weil ich will probieren. Ich wollte eigentlich mal probieren, wir wollen ja eigentlich ein Texture-Pack schreiben für Ansan. Das ist mein Beispiel für Bahnhof Ansan machen. Aber ich wollte mal gucken, ob man das umsetzen kann mit diesem Block. Wenn der mit Beispiel. Sagen wir es mal so, er steht. Der Zug steht jetzt an dem Bahnhof. Zum Beispiel steht der an dem Bahnhof. Und wenn er hier drüber oder hier drüber fährt, müsste er dort im Bahnhof die Ansage abspielen. Beispiel Aufgleis. Fährt ein. Na, und deswegen ist das Ding dafür da eigentlich. Man kann das mit Redstone und dann das auf Dauerschleife. Ist eigentlich auf Englisch noch das Ding. Eigentlich müsste man es übersetzen. Aber man, das Coole, man sieht, man kann das über Musik laufen lassen, da über Player, dass nur der Player hört das. Über einen Plot könnte man das machen. Pause. Ja, und so weiter. Also, dass man Beispiel Audioquellen, Beispiel hier, wenn du jetzt Musik aus hast, wird es nicht funktionieren. Spielerzahl und so ein Döns und so läuft das. Und das zweite wäre, aber das wird die zweite Frage, ob das gehen würde. Man sieht ja die ganzen Ticketautomaten. Ob man vielleicht einen Hinbringt man von der Deutschen Bahn ein Ticketautomat. Als, entweder als Mod oder als Texture-Pack. Dass man Beispiel sagt, man kann das über ein Texture-Pack. Weil ich weiß nur, es gibt solche Blöcke, aber hier kannst du nicht viel machen. Also der macht ja nie. Nichts einfach. Er tut nur Geräusche abspielen. Mehr tut er auch nicht. Hatte ich erst überlegt, ob man über eine Mod solche Blöcke macht, sobald du das platzierst, dass der ansagt, das, aber ich glaube, das ist scheiße. Wenn müsste das schon so sein, dass es mit Redstone angesteuert wird und so. Weißt du nur, was das so alles ist hier? Das ist viel zu viel Mod.
Außerdem wäre auch geil sein, so Deutsche Bahn-Zielanzeigen. Weil man hat ja nur die. Warum? Man kann ja doch nur durchwechseln bei denen. Warum werden nur drei Sachen vorgeschlagen bei solchen Sachen? Ich habe mal gehört, wie kann man das selbst konferieren, aber also da steht dann das da. Genau. Das ist nur ja, eine Informationszielanzeige. Nichts anderes ist das. Wenn man es jetzt wieder wegmacht. Ja. Es wäre geil, bloß dass das so oft gebaut ist, ein bisschen anders. Da hatte ich auch überlegt, ob man das nicht umsetzen könnte, das auf Deutsch. Aber da müsste man in die Mod reinschauen. Ja, das ist eben sehr kompliziert. Das ist. Mod. Ja. Wer gibt es eigentlich kaum zu zeigen, weißt du? Ja, fast an einer Stunde ran. Nur durch zum Mumzeit. Ja, dann haben wir eigentlich noch ein Handy. Das, was wir damals hatten, auf Forge. Das ist ein bisschen schwierig. Siehst du, das wollte ich auch vielleicht gucken. Wollte mal gucken, vielleicht einen Command-Plot zu setzen und dass immer im Chat dasteht, was für eine Jahreszeit wir haben. Ist uns mal aufgefallen, das will ich eben mit diesem Ding machen. Dass immer dasteht, welche Jahreszeit, sobald eine Jahreszeit kommt. Aber die zweite Sache ist, wenn jetzt ein Zug dasteht, ob die Jahreszeit anzeigt, weißt du? Oder nicht, das ist. Ja, und dann haben wir ja noch die Pferdekarren. Haben wir. Und das ist alles fürs Handy hier. So ein bisschen. Ja, das Handy. Das eigentlich die Games abschmieren tut. Wir hatten schon ein paar Mal überlegt, ob wir überhaupt das Handy mit reinnehmen sollten. Ich habe nur als Test, weil ich gesehen habe, das gibt es für Forge auch. Für Fa Fabrik und für Forge. Das kam alles nach und nach. Das liegt so. Das liegt so. Ja. Ob wir überhaupt das Handy nutzen sollten oder nicht, das ist die zweite Frage. Ein Beispiel will ich ein bisschen probieren auch. Ich muss mal schauen, ob wir irgendwie ein NPC reinbringen. Eine Mod für NPCs. Für Fabrik. Oder ob ihr eine kennt, könnt ihr gerne reinschreiben. Ah, oder so. Aber mir ist mal aufgefallen, wir brauchen unbedingt eine NPC-Mod, weil dass man beispielsweise Sachen kaufen kannst und so. Bei mir ist aufgefallen, ist eben scheiße, dass man alles über Redstone oder Command-Blöcken zu machen. Weil du brauchst ja für das Tonto, fürs Euro,
warum hier da Euro steht und da US-Dollar hingeschmissen, brauchst du diese Ding ändere. Nee. Ändere jetzt. Also die Sachen hier. Und man will ja nicht ständig Erze sammeln dafür. Man soll ja auch davon auch ein Beispiel für die Erze und Steine oder Holz oder sonstiges Geld drehen oder nicht Geld drehen. Ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Ja, das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie ich sowas umsetzen kann. Aber mal schauen, vielleicht eventuell versuche ich, die alte Transiter-Welt mit drauf zu schmeißen und zu gucken, ob das so auf dem Stand ist oder nicht. Wenn es sollte es auf dem gleichen Stand sein, würde ich da ein bisschen weiterarbeiten offline. Es kann aber sein eben nicht, weil wir haben zuletzt am Flughafen weiter gebastelt in Düsseldorf. Und das ist eben schade, wenn man das wieder von vorne anfangen muss. Weil wir wollen ja bald auch mal sagen, es sollen Leute draufkommen, wenn wir während des Livestreams sind, weißt du? Weißt du? Das ist. Und außerdem wollen wir ja langsam auch in Köln fertig werden. Natürlich ist es noch ein paar kleine Baustellen. Kann man nicht viel machen. Auch nicht viel ändern. Aber die meisten Baustellen werden vielleicht umzäunt oder so, dass ihr wirklich nicht daran könnt, sozusagen. Und außerdem muss ich dann alle Oberleitungsmasten setzen. Natürlich, wie wir sie jetzt gesetzt haben, die Oberleitungsmasten, werden dort diese Masten gesetzt werden, kommen dorthin. Genau. Das erste wäre am Köln Hauptbahnhof, die nach und nach umzusetzen. Weil man sieht, die Mod funktioniert. Sehe ich ja. Endlich mal. Ich wollte es schon lange reinhaben, die Mod, aber es gab es immer Verzögerung. Ein Beispiel, wir wollen ja auch bald irgendwann, wenn der Mod-Entwickler die MTR-Mod hat ja eine Beta-Vision. Ich hatte die Beta-Vision ausprobiert ein bisschen. Es ist ein bisschen laggy und Spielreichtigkeit. Also es funktioniert nicht alles. Das ist das Problem. Man kann nicht viel machen. Deswegen bleiben wir auf dieser Vision bei uns. Erstmal so lange, bis wir grünes Licht drehen vom Mod-Entwickler. Es funktioniert alles. Weil es kann sein, dass das die Welt uns verhauen tut. Deswegen braucht man ja auch erstmal ein Backup von der Welt. Ja, mal gucken, wie wir es dann irgendwann weitermachen. Ich hoffe, unser zuständiger Management Junge trägt das hin, dass Transiter bald läuft. Wieder. Es ist schon sehr lange, dass Transiter offline ist. Das Problem liegt, der Server, also rein theoretisch, der Server ist an. Wir haben aber keine Zugangsdaten. Das ist das Problem. Und Minecraft hat ja selbst der Server, also in Minecraft ist der Server auch nicht an. Wir müssen ja erst den Server starten. In Minecraft. Den Minecraft-Server.
Der generelle Server ist an, aber wir haben keine Zugangskarten für den Server. Sonst hätte man längst schon weitergemacht. Das ist es ja. Sonst hätte man längst schon auf Transita viel mehr geschafft und so. In der Zeit, wie ich hier das gemacht habe, natürlich würde ich so machen, es werden ein paar Streams von hier kommen, es werden ein paar Streams von Transita kommen. Hier baue ich ja privat ab und zu mal weiter. Wer privat mitspielen will, gerne. Ich habe auch kein Problem damit. Ja. Beispiel habe ich auch schon überlegt. Ein bisschen hin und her überlegt. Ich würde TP-Dienst. Ich habe mir so überlegt, ich würde hier am Spawn so die Saat am Spawn einen Command-Block nehmen. Und in der Ecke, wie in der und der. Also alle vier Ecken kannst du zu der Person hin TP'n, zu der Stadt hin TP'n, wo die Stadt ist und von wem die Stadt ist. Natürlich. Derjenige darf auch entscheiden, soll die Stadt im Livestream gezeigt werden oder nicht. Das will ich eben so machen. Also das Beispiel hier 1, 2, 3, 4 Ecken gibt's, wo man sich hin tippen kann zu der Stadt, wo man hin will. Ist es nur erlaubt? Oder man macht die Koordinate nur, also dass man hier sagt, dass man über die Map nur die Koordinate setzt. Beispiel hier ist Beispiel meine Stadt, aber man darf sich nicht hin TP'n, weil sonst macht jeder TP'n hin und her TP'n, wenn keiner Lust hat, mit dem Zug zu fahren. Man soll ja auch mit dem Zug fahren. Deswegen ist das ja bei uns auf Transita auch so. Wir TP'n keine Leute, es haben kaum Leute Rechte. Selbst wir fahren manchmal im Kreativmodus. Ist mir scheißegal, ob ich OB habe oder nicht. Also nur manchmal fahre ich wirklich auch mit dem Zug dahin zur Baustelle. Aber das ist hauptsächlich schon, wie man was macht. Ja, ich würde sagen, ich höre jetzt auf. Ist jetzt eine Stunde, habe ich jetzt gestreamt. Natürlich können wir viele Sachen probieren, wenn ihr wollt. Die Züge haben noch eingeklappt, das richtig. Und wir sehen uns vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht irgendwann mal wieder. Und ich sag, Tschüss, Tofti, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.